David Alaba steht im Champions League-Finale, Salzburgs Jungbullen jubeln dank Elfmeterwunder und das MotoGP-Fahrerlager gleicht einem Lazarett. Das sind unsere heutigen Themen. Herzlich willkommen aus dem KRONE.at Sportstudio. Bayern München steht zum ersten Mal seit 2013 im Finale der Champions League. Der Topfavorit setzt sich beim Finalturnier in Lissabon gegen Olympique Lyon mit 3:0 durch. Serge Gnabry erzielt dabei 2 Tore, vor allem sein erster Treffer war richtig sehenswert. Robert Lewandowski legt im Finish noch ein weiteres Tor nach. Im Endspiel am Sonntag treffen David Alaba und seine Kollegen auf Paris. Den Bayern fehlt nur noch ein Sieg auf das heiß ersehnte Triple. Die U19 von Meister Red Bull Salzburg steht zum ersten Mal seit dem Titelgewinn 2017 im Halbfinale der UEFA Youth League. Die Salzburger bezwingen beim Finalturnier Olympique Lyon mit 4:3. Für Staunen sorgt dabei Goalie Daniel Antosch, der gleich 3 Elfmeter hintereinander hält. Auf die Salzburger wartet nun im Halbfinale am Samstag Real Madrid. Vor dem zweiten Rennen in Spielberg gleicht das MotoGP-Fahrerlager einem Lazarett. Johann Sarko wurde gestern am rechten Kahnbein operiert und bangt um seinen Start am Sonntag. Franco Morbidelli spürt nach dem Highspeed-Abflug bei fast 300 km/h fast jeden Knochen. Ducati-Fahrer Danilo Petrucci schmerzte zuletzt nach einem Crash der Nacken und Rücken. Suzuki-Pilot Alex Rins musste nach einem Abflug in Jerez sogar mit dem Krankenwagen abtransportiert werden und ist an der rechten Schulter lädiert. Cale Crutchlow schmerzt noch ein Kahnbeinbruch. Dazu brach sich mit Andrea Dovizioso, der Sieger des ersten Spielbergrennens, am letzten Sonntag in der Vorbereitung das Schlüsselbein. Nicht zu vergessen Marc Marquez, der Weltmeister ist nach 2 Operationen am Oberarm in der Steiermark der große Abwesende. Es gibt also kaum einen Fahrer, der aktuell keine Probleme und Schmerzen hat. Arizona mit Michael Grabner ist im Viertelfinale der NHL ausgeschieden. Der Club verliert gegen Colorado klar mit 1:7 und damit auch die Best-of-7-Serie in der Playoff-Auftaktrunde mit 1:4. Und dann möchte ich Ihnen noch den zweiten Teil des launigen Talks mit Herbert Prohaska ans Herz legen. Unter anderem schwelgt die violette Legende in Erinnerungen an seinen ehemaligen Schützling Andy Ogris und dessen Einstellung zum Sonntagvormittagstraining. Da haben wir einmal Intertoto gespielt und dann habe ich gesagt, wir haben am Samstag haben wir gespielt, am Sonntag waren meistens frei. Ich habe aber dann nicht freigegeben und habe gesagt, es ist vorher, ist Körperpflege und lockeres Training und zum Mittag können sie alle heimgehen, Mittagessen. Er hat dann zu mir gesagt, ich sehe meine Familie schon gar nicht mehr. Sag ich, Andi, du bist der Einzige, wenn ich dir 14 Tage frei gebe, siehst du das an. In Teil 2 des großen Sommertalks gibt sich Österreichs Jahrhundertfußballer im Gespräch mit Michael Falli um nichts weniger in Höchstform als bei Teil 1. Den ganzen Talk können Sie sich jetzt auf KRONE.at ansehen. Das waren die wichtigsten Sportnachrichten. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.